bin gespannt, ob ihr gleich mir sagt, was ich hier machen sollte. Aber bevor wir irgendwas abgeben. Ich habe vorhin nämlich gesagt, ihr müsst mich an was erinnern, sobald wir wieder im Dorf sind. Und wir sind im Dorf. Rüstung kraften, Eier brüten. Na, fast. Da fehlt noch ein Punkt. Aber du hast fast recht. Wir müssen uns ausrüsten. Und wir müssen aber vor allem bei der GmbH-Katze vorbeigehen. Weil Problem ist, wir brauchen mit den Kronkorken, müssen wir was einlösen. Wir brauchen mehr Stallungen und vielleicht auch Rüstung und was weiß ich alles. Wir müssen mal gucken, was es da so gibt. So. Okay, soweit ist gut. Mhm. Wir haben eine neue Arena. So, wo ist denn hier die GmbH-Katze? Wo sind die? Stallung? Klar, mein Zuhause. Ah, hier hinten. Komm ich nein. Moment. Ah ja, die Monster, die ich auf Mission geschickt habe. Danke, Mensch. Da ist ja auch noch was. Ah, hier. Da ist er. So, wir gucken erstmal bei der GmbH-Katze nach, weil wir schauen mal, was wir haben. Was du auch suchst, ich verspreche dir, du findest das perfekte Objekt bei der Melynx GmbH. Hast du Kronkorken? Ich rieche doch Kronkorken bei dir. Also, gib mal her. Erstmal kurz mal wissen. Mhm. Uiuiuiui. Naja. Gut, also die kennen wir ja schon, die auch. Und ansonsten, wir haben natürlich schlechtere Werte. Gegen Objekte mal tauschen. Wir haben 55 Kronkorken. 55. Gut, ich kaufe mal, dass wir mehr Platz in dem Stallung haben. Definitiv. Das kaufe ich. Ja. So. Ja, das ist jetzt die große Frage, was wir machen. Wir können noch weiter aufrüsten oder wir gucken erstmal. Wir merken uns mal. Wir kommen vielleicht gleich mal wieder. Wir merken uns die Katze. Wir merken uns gleich die Katze. Wir merken uns erst die Waffen mal kurz. Was gibt's denn hier? Das ist nicht aufbauend. Das ist schlechter als das, was wir haben, denke ich. Das ist ein Fisch. Ich liebe die skurrilen Waffen in Monster Hunter. Ich mag sie. Aber gut, ich glaube ehrlich gesagt, die Waffen und Rüstung und so weiter sind nicht so wirklich lukrativ. Okay, aber ich gehe mal kurz zum Schmied. Es geht los. Leute. Wobei, du hast recht. Acker, du hattest recht, bevor wir den Schmied machen. Putz nochmal raus aus dir. Erstmal kurz zu den Stallungen. Wir gehen von A nach B los. Wir gehen zu den Stallungen, wir gucken uns die Monster an, die wir auf Mission geschickt haben. Und dann brüten wir neue Eier aus. Ne? Namenszeit. Wir können wieder Namen vergeben, wenn ihr wollt. Also. Erstens mal kurz die Erkundung. Was bringt denn das? Level up. Cool. Cool. Damit leveln die Viecher auf. Okay. 13 und 5 Bonus, was? Erfahrung? Bis? Stunden später. Okay. Slot. Ja, Waffen. Qualitätsfleisch, Farbbeere, Kraut, Pflanzen, Käfer. Und Sachen, die man lospacken kann. Ah, es bleibt drin. Das sind die gleichen Sachen, die du auch bei Monster Hunter Rise hast. Da hast du es mit den Hunden und den Katzen. Da kannst du Aufträge machen im Sinne von hole mir Ressourcen. Verstehe. Deswegen auch der Part mit dem, was möchten sie denn sammeln? Okay. Mach doch mal Monster Materialien und los. Okay, ich schicke die schon mal los. Eier. Jetzt kommen die Eier. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5. 5 Eier, 2 sind gleich.
Wir kriegen einen weiteren Anjanat. Ich würde vorschlagen... wie viele Stallungen haben wir denn jetzt? Warte mal. Wir können 41 Monster haben. Wir brauchen Monster. Wir brauchen Monster. Wir packen mal aus. Wir brauchen Monster. Wollen wir sie benennen? Weil wir die dann noch auf Mission schicken können. Deswegen die Frage. Wir haben einen weiteren Anjanat. Wollen wir ihn benennen? Und wenn ja, wie? Ich meine, wir müssen nicht immer alle... Sie Königin, ja, lass dir Zeit. Wir müssen nicht immer alle benennen, klar, aber wir brauchen halt Monster, die wir auf Missionen schicken. Ansonsten hätte ich nämlich gesagt, wir machen es anders. Wir fusionieren die, dann müssen die auch nicht benannt werden. Ein Flamingo! Dann kürzen wir es ab. Du hast schon recht mit Flamingo. Aber... Ich würde sagen, weil er ja auch Feuer spuckt, machen wir Flammi draus. Machen wir einfach Flammi. So. Das NGO sparen wir uns. Denn Flamini. Ja, Mensch, du bist ja noch besser. Warte mal. Flamm. Mino. Dann haben wir es. Das ist eine schöne Variante. Flamino. Ja, sehr gut. Hammer. Okay. Und jetzt kommen neue Monster, die wir, glaube ich, vorher noch nicht hatten. Wir haben die Dampflok. Wir haben einen süßen kleinen Barus. Kröte gefällt mir. Wenn ich ein Ö schreiben kann, was ich gerade nicht weiß. Gucken wir mal. Ja, Ö ist drin. Gut. Über mir. Also, wird da Trötchen? Nein, es wird nur Tröte. Tröte. So, ich weiß nicht, ob er das in dem Spiel genauso macht wie in Rise, aber da hat er manchmal diesen Ton drauf. Ne? Da hört er sich an wie so eine Dampflok, die gerade losfährt. Dieses Tüt. Also, so. Eine Kescherwache. Ja, wir haben ihn doppelt, deswegen. Ja. Ich nehme Crash. Crash gefällt mir. Crash. Ich nehme Crash. Crash ist gut. Crash schön. Wir haben ihn aber doppelt. Und ich weiß, wie ich ihn da nenne. Ich weiß es. Einmal gebe ich jetzt auch selbst einen Namen. Weil er mich einfach immer dran erinnert. Guck mal, Angriff plus 2. Also da weiß ich doch sofort, wer der kleine Racker hier wird. Nein? Na komm. So. So, Hugo ist da. Ja. Er erinnert mich die ganze Zeit an ihn. Also deswegen, das ist Hugo. Da braucht man nicht nachdenken. So, und dann noch. Achtung. Premiere. Es wird ein... Großbuggy. So, wir haben noch das Fahrzeug. Ein Buggy. Wie nennen wir ihn? Ein Bagger. Naja. Könnten. Ich habe keine Ahnung, wie wir den nennen. Also, jetzt ganz blöd gesagt, wie nennt man so ein Tier? Ist, hat ein bisschen knautschiges Gesicht, was das Wort ist. Wir können ihn Bagger nennen. Gut, wir nehmen ihn Bagger. Ist okay. Ich hab keine Ahnung. Ah, mal gucken, ob es raus reicht. Warte mal. Ciao. Nee, wir können Schaufel nehmen. Schaufel. Schaufelchen geht leider nicht. Schaufeli. Ja, leider haben wir nur noch zwei Zeichen übrig, deswegen mehr geht nicht.
Es gehen nur 10 Zeichen. Ah. Doof. Ich mache ein Schaufellied raus. Gut, okay. So, dann haben wir's. Wir haben's. Das ist okay. Denke ich. Okay, dann können wir gleich die nächste Monstererkundung machen. Nö, geht ja noch. Oh nein! Erkundungsscheine plus. Okay, Gott sei Dank haben wir den Stall noch nicht abgegradet mit mehr Monstern. Wir gehen mal kurz zur Katze. Gucken wir mal, was wir da noch kaufen können. Erkundungsscheine plus. Was gibt's da so Schönes? So, Gegenobjekte. Wo ist es denn? Ich glaube, das gibt's noch gar nicht. Ja. Das ist ja blöd. Das ist ja sehr doof. Okay, dann würde ich sagen, wir sparen noch ein bisschen die Kronkorken. Ah, schade, schade, schade. Und wir lassen erstmal die Monster so, wie sie sind. Sie werden noch gebraucht. Definitiv, sie werden noch gebraucht. Und wir gehen jetzt an die Sache mit dem Craften. Jetzt kommt das Craften und zwar Rüstung. Wir gucken nochmal, was gibt's denn hier Schönes? Also, im Prinzip haben wir gerade 72. Wir haben eine Rüstung. Oh, das ist so cool, weil es sind die Rüstungen, die auch in Rise vorkommen. Hier, die hier. Die taucht auf. Die nicht. Die auch nicht, weil die gibt's halt nicht. Dieses Viech gibt's nicht bei Dings. Bei Rise, die taucht auf. Konga gibt's auch in Rise nicht, weil. Aber die gibt's, die Barus-Rüstung. Oh, schön. Gut. Die Krex können wir nicht herstellen. Wir haben ja noch die. Was, wie hieß die? Wir haben die Fischrüstung gecraftet. Die gar nicht drin ist. Bin ich gerade blind? Nein, 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 nein. Ach da. Da ist sie doch. Ich wollte doch gerade sagen, bin ich blind. Die haben wir gecraftet, wenn wir die upgraden, ist die besser als die Rüstung, die wir momentan haben. Aber Problem ist, wenn wir die upgraden, landen wir bei, ich weiß gar nicht mehr, wo wir landen. Wartet mal, verbessern. Rüstung. Hier, bei 83. Ja, optisch schenken sie sich wirklich alle nicht viel. Zumindest momentan nicht. Da hast du recht. Die würde 83 geben. Die können wir upgraden, weil es geht halt einfach. Und dann brauchen wir auch keinen Trank mehr, weil uns warm ist, wenn wir durch die Gegend laufen. 83. Jetzt gucken wir nochmal ganz kurz. Nein, nicht Waffe. Nochmal ganz kurz in die Rüstung. Die hier müsste höher werden. Die könnten wir aber momentan nur einmal craften. Das würde nicht viel bringen. Anjanat können wir herstellen. Müssten wir upgraden. Die sieht übrigens noch ganz cool aus. Keine Ahnung, wie lange wir noch im Schneegebiet sind. Wir werden wahrscheinlich aber noch ein bisschen bleiben, weil wir haben den alten Dedi noch nicht gefunden. Also deswegen, ich würde sagen, wir graden mal die Rüstung ab. Ziehen die an. Und gucken mal, was da rauskommt. Weil ich sag mal so, wenn wir die hier jetzt upgraden, beziehungsweise herstellen, die müssten wir upgraden. Barot können wir noch nicht, weil die geht noch nicht abzugraden. Wir können versuchen, die Anjanat-Rüstung zu craften und hochzuleveln, weil die sieht halt auch noch ganz gut aus. Sieht nicht so schlecht aus, richtig, aber Problem ist halt, dann müssen wir immer Kälte nehmen, also Kältemittel nehmen, ansonsten kippen wir halt um. Das ist klar.
Pass mal auf, wenn wir Geld haben. Wir machen mal erstmal Folgendes. Erstmal nur schmieden. Erstmal schmieden. Ich wollte gucken, der Bogen, den wir haben. Wir haben den Glutbogen nämlich gerade ausgerüstet. Den T-Rex-Bogen können wir nicht bauen. Den Glutbogen könnten wir bauen. Wir machen erstmal Bogen verbessern. Bevor wir irgendwas machen, gucken wir uns mal ganz kurz an, was da passiert. Aha. Aha, aha, aha. Also, ich kürze es mal ab. Wir brauchen Ratian-Panzer, den wir noch nicht haben, weil wir Ratia bisher nur einmal getroffen haben. Und den brauchen wir zum Upgraden, wie wir sehen. Das bedeutet im Umkehrschluss, die Rüstung, wenn wir die schmieden, vom Anjanat, die könnten wir jetzt zwar schmieden, macht aber weniger Schutz als die, die wir haben, und wir können sie wahrscheinlich nicht upgraden. Thank you. Okay. Ich plane mal was. Wo ist denn hier? Wo ist denn hier die Katze? Da. Wir planen mal was. Klingt nicht so lukrativ. Genau, das ist mein Gedankengang, deswegen pass mal auf. Wir sind ja ein bisschen unterwegs, also wir speichern mal. So. Falls ich mich komplett verkalkuliere, müssten wir sozusagen nochmal laden. Ansonsten machen wir mal Folgendes. Also. Ich weiß aber nicht, wie viel Geld wir haben, beziehungsweise wie viel wir jetzt brauchen werden, aber wir machen Folgendes. Wir graden die hier mal ab. Einfach, weil es geht. So. Genau, Geld haben wir nämlich genug momentan. Das ist die höchste Rüstung, die wir momentan haben. Die können wir farblich auch gleich nochmal anpassen. Ja, nur mal so, aber das ist sozusagen die Rüstung. Dann schmieden wir mal. Jetzt müssen wir mal kurz gucken. Bevor ich an diese Rüstung rangehe, die schmiede ich vielleicht gleich, aber bevor ich das mache, würde ich sozusagen einmal bitte ganz kurz gucken wollen, welche Werte kriegen wir denn raus? Heischlitzer. Oh, das da können wir auch machen. Die passt dann wenigstens gleich zu der Rüstung, die wir haben. Weil wir haben momentan diese Waffe, also als Stufe 2, 44 und hier haben wir 49, das fängt gleich an. Die Glutklinge würde ich nicht machen, die hat zwar 57, aber die ist nicht entwickelbar. Wir machen den Heischlitzer. Ist der Prinzessending gut? Was? Prinzessending. Gucken wir mal. 38 zu 49. Der fängt schon wesentlich drunter an. Leider nicht. Und wir können ihn auch nicht herstellen, weil wir keinen Ratian haben. Ich mache mal den Heischlitzer. Ja, also wir machen mal den. Weil wir einfach genug Rohstoffe gerade haben. Ja, der sah cool aus. Das ist richtig. So, diese Waffe passt zur Rüstung. So, dann gucken wir auch gleich mal, ob wir die noch verbessern können. Zack, das habe ich mir gedacht. Wir können ihn verbessern. Sehr gut. So, dann haben wir ihn. So, dann besser geht's doch gerade nicht. Haben wir Schwert und Schild hervorragend aufgemotzt. Perfekt. Ja, unser Geld wird knapp. Unser Geld wird knapp. Müssen wir mal gucken. Kann ich hier was verkaufen? Warte mal. Wertobjekte? Ja, ein bisschen Geld können wir verkaufen. So,
Also, dann gucken wir weiter. Was haben wir noch? Also, die haben wir schon mal gut aufgewertet. Dann zum Hammer. Hammer. Jupiters Hammer haben wir momentan drin. Der ist nicht ganz so interessant. 92. 92 wäre nicht kraftbar. Schade. Clusterhammer wäre kraftbar, macht weniger Schaden. Er macht den gleichen Schaden, aber den können wir nicht mehr upgraden. Weil wir zu wenig. Außerdem können wir ihn nicht mehr craften, weil wir jetzt alles gebaut haben, was geht. Dann lass uns gucken, ob wir den Jupiter, ob wir die Jupiterkugel sozusagen nochmal verbessern können. Geht nicht. Schade. Der Hammer ist also sozusagen momentan nicht verbesserbar. Wir kriegen auch keinen, der wirklich besser wäre, außer, ja, bei ihm können wir nicht craften. Was ist das? Das geht auch nicht, weil wir hätten zu wenig zum Upgraden. Bei ihm